wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge. Papa kocht. Es wird wieder asiatisch. Ihr wisst, Tim und ich, Tim ist übrigens der hinter der Kamera und ich, das bin ich. Wir machen heute Chicken Chop Suey auf einen Wunsch von verschiedenen Leuten, die Kommentare geschrieben haben. Und der Tim hat auch Bock drauf. Hab ich recht, Tim? Ja. Ja. Ist auf so einer dunklen Soßenbasis heute mal nichts süß-sauer und gelärscht. Das machen wir nicht. Ich zeige euch mal, wie man ein leckeres Chicken Chop Suey zubereitet. Ist gar nicht so schwer. Schaut mal kurz hier unten hin. Wir haben ein bisschen Paprika, Bohne, Knoblauch, Brokkoli, Bambus haben wir hier vorne, Pilze, Zwiebel und natürlich Hähnchenbrust. Mit der starten wir auch mal direkt. Hähnchenbrust handelsüblich. Ich kaufe mir immer so ein bisschen Bio-Hähnchen. Ihr wisst Bescheid, man kann es schmecken. Es ist immer besser, wenn man da ein gutes Produkt hat. Immer gucken, hier vorne ist manchmal so ein bisschen so ein Knöchelchen noch drin da am Rand und so eine Sehne hier drunter. Wenn man die wegschneidet, hat man es nachher einfacher. Der Trick ist jetzt, das so ein bisschen in Scheibchen zu schneiden, die man auch gut essen kann nachher. Und dann immer gucken, dass es gegen die Faser läuft. Und dann schneiden wir uns das hier so ein bisschen schräg runter. Dann kann man es nachher essen. Guckt, dass ihr immer dieselbe Größe habt. Dann hat es auch dieselbe Garzeit. Dieses Chicken Chop Suey ist tatsächlich, ja, wie soll man sagen, ist ein sehr beliebtes Gericht tatsächlich auch im China-Restaurant. Ist es einfach Gemüse. Die Soße ist auf der dunklen Basis von Sojasauce. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut. Ich bestelle es mir nicht so oft, weil ich eher so der Typ bin, der es dann so ein bisschen spezieller mag. Aber an sich ist es auf jeden Fall wahrscheinlich auf der Top 5 Liste der Menschen, die hier in Deutschland ins China-Restaurant gehen. Von daher hat es absolut seine Daseinsberechtigung. Und deswegen machen wir es auch heute, damit ihr es euch zu Hause nachmachen könnt. So, das Hähnchen ist schon geschnitten. Das geht wunderbar und schnell. Ihr seht, ich mache so Streifchen, Scheibchen, irgendwie was zwischendrin ist es. Und dann nehmen wir uns hier eine Schüssel dazu und dann kommt der Trick, der das Huhn dauerhaft besser macht. Und zwar würzen wir es vorher einmal mit einem kleinen bisschen Salz, das steht hier. So viel muss nämlich gar nicht sein. Da geht einfach nur so hier so ein bisschen Salz drauf, das war's schon. Und dann machen wir so ein bisschen helle Sojasauce, das ist hier so eine leichte. Da geht so ein Tröpfchen voll drauf und einen kleinen Schluck vom chinesischen Kochwein. Wenn ihr diese Produkte nicht kennt, haben wir für euch ein Video gemacht, wo ihr sehen könnt, was so die wichtigsten Produkte sind, die man für das asiatische Kochen zu Hause braucht. Tim, machen wir gerade mal hier oben rein. Ist wirklich anschauenswert. Guckt euch das an. Ja? So, jetzt haben wir das hier drin und dazu machen wir ein Eiweiß. Dafür Ei aufschlagen, Eiweiß mit rein, Eigelb aufheben für morgen früh. Mir gibt dann Rührei, man kennt es ja. Dazu kommt ein Löffelchen Stärke. Mondamin und was auch immer. Löffelchen Stärke dazu und dann wird es hier einmassiert. Wunderbar. So, schaut euch das an, so sieht es aus. Jetzt lassen wir das so ein bisschen durchziehen und es wartet auf uns im Kühlschrank oder auf der Seite, so wie hier, weil wir sind ja schnell. So, da lohnt es sich wieder einen Handschuh zu haben. Dann geht es weiter, dann habe ich uns hier schon eine Pfanne aufgestellt und ich würde, sage ich mal, das Hähnchen jetzt schon mal in einer extra Pfanne braten. Die stellen wir uns neben dran, müsst ihr nicht, ihr könnt es auch in derselben machen. Ich mache es heute mal der Einfachheit halber in einer separaten Pfanne. Die andere Pfanne, es kann so eine Wokpfanne sein oder eine andere hohe beschichtete Pfanne, ist eigentlich vollkommen egal. Da könnt ihr euch nehmen, was ihr wollt. Ich würde jetzt ein bisschen Gemüse schnippeln. Wenn das alles geschnippelt hier liegt, sehen wir uns gleich wieder und ihr guckt mir so lange zu dabei, okay? So, ich habe jetzt mal ordentlich einen weggeschnippelt. Achso, ja, ein paar Pilzchen können wir da machen, die halbieren wir uns hier gleich noch. Wenn ihr schöne kleine Champignons habt, könnt ihr die auch ganz lassen, finde ich auch total geil. Aber jetzt sag ich mal, der Tatsache, dass wir ja eine einheitliche Schnittform haben wollen, geschuldet ist, besser, wenn wir die halbieren. Währenddessen mache ich aber schon mal Fleisch hier rein. Es geht ein Tropfen Öl in die Pfanne. Tropfen ist gut, gell? So, und so sieht es jetzt aus. Und das dürfte jetzt dafür sorgen, dass es schön saftig und lecker bleibt. Und das geht jetzt alles erstmal hier in die Pfanne rein. Dann geben wir da ein bisschen Druck drauf. Und dann kann das ein bisschen vor sich hin braten. So, dann gibt es auch direkt ein bisschen Öl hier in die Wokpfanne.
Und dazu mache ich noch ein Schlückchen Sesamöl. Nur mit Sesamöl braten funktioniert nicht, das verbrennt dann. Ich mag Sesamöl unheimlich gerne, deswegen geht es da auf jeden Fall mit rein. So, während ich hier die Pilzchen schneide, wird unser Fett heiß. Und wir können uns schon mal überlegen, welches Gemüse wir nacheinander da reinmachen. Ich meine, es hat ja einen Grund, warum man es immer so gleich groß schneidet. Da geht es um die Garzeit, ne? Und manche Sachen brauchen halt länger, andere kürzer. Und was auf jeden Fall länger braucht, sind Bohnen. Mit denen fangen wir jetzt hier mal an. Die gehen da schon mal rein. Dazu gehen dann die Zwiebeln. Und dann lassen wir das hier schon mal schön vor sich hinschwitzen. Ruhig gleich mit Temperatur anfangen. Da würde ich auch schon mal Pilze mit dazu werfen. Als nächstes kommt dann Brokkoli und zum Schluss Bambus und Paprika. So, das lassen wir jetzt hier mal schön braten. Gucken wir uns in der Zeit schon mal das Fleisch an, das aussieht. Ja, bitte. Diese Kruste außenrum, die sich da bildet, das ist genau das, was wir haben wollen. Also ich will das haben. Es gibt auch viele, die das vorher kurz kochen, das Hähnchenfleisch. Das gibt mir überhaupt nichts, weil ich finde, den Geschmack, den es mit sich bringt, wenn man es hier so ein bisschen schön andreht rundherum, das ist auf jeden Fall viel mehr wert, als jetzt so eine helle Optik. Ihr kennt es ja, gell? Wenn so beim China-Restaurant oftmals kriegst du das dann so, da ist es so hell und na, weißt du. So, hier dreht das schön bei Hitze. Das ist genau das, was wir brauchen. Und da sind wir jetzt auch schon an dem Punkt, wo der Brokkoli mit reingeht. Den lassen wir jetzt auch ein bisschen mitbraten. So, die Paprika kommt auf die Seiten. Jetzt zeige ich euch mal, wie wir das Sößchen machen. So, das hier ist auch fast fertig. Das Fleisch. Tipptopp. Schön glasig ist es aktuell. Ein bisschen angebraten außenrum. Das schmeckt dann auch gut. Jetzt zeige ich euch das Sößchen. Und zwar nehmen wir uns, ich habe hier schon mal ein Schüsselchen vorbereitet, was wir machen können. Und zwar haben wir hier, steht ja unten drin, die Sojasoßen, die stehen unten im, also es ist eine helle und eine dunkle, steht unten in der Infobox drin, das Rezept ist ganz einfach für euch. So, dazu gibt es dann Kochwein. Wie gesagt, die Mengen sind alle unten. Dann machen wir hier braunen Zucker, Salz und Pfeffer mit dazu. So, und dann kommt Hoisin-Soße mit rein. Das ist hier so diese dicke, ihr kennt das ja, ne? So eine chinesische Barbecue-Soße letztendlich. Und Tim, hier war hier schon Austernsoße drin, da muss ich die noch reinmachen. Austernsoße? Ja. Die ist nicht drin. Die ist nicht drin? Nee. Okay, dann hole ich mal schnell Austernsoße. Austernsoße ist da. Da gibt es auch zwei wunderschöne Esslöffel mit dazu. So, dann haben wir das schon mal drin. Dann kommt dazu ein Esslöffel Sambal Oleg. Könnt ihr auch weniger machen, wenn euch das zu scharf ist oder wie auch immer. Aber ich denke, das gehört dahin. Und dann frischen gehackten Knoblauch, zwei Zehen. Die haben wir eben schön durchgehackt. So, guck mal, hier sieht es auch schon gut aus. Ja, wunderbar, genau das, was wir wollen. Und jetzt kriegt das Gemüse, hat jetzt schon so ein bisschen, guck mal hier unten, ist ein bisschen angebraten, das finde ich gut, das schmeckt gut. Und, aber der Brokkoli ist natürlich noch hart, aber der schmort jetzt dann gleich in der Soße fertig, das passt schon. So, jetzt kommt die absolute Geheimzutat. Ein halber Löffel Glutamat. Ihr könnt unten reinschreiben, was ihr wollt. Das ist der Grund, warum es immer so gut schmeckt beim Asiaten. Ich habe damit in asiatischen Rezepten kein Problem mit. Da kommt ein bisschen Geschmacksverstärker dran. Es gibt gute Videos zum Thema Geschmacksverstärker. Ich werde euch mal unten in die Infobox eins reinschreiben. Oh nein, wir verlinken das hier oben. Können wir zum fremden Video verlinken, Tim? Ja, wir probieren es mal hier oben oder steht unten drin. Das ist ein ziemlich gutes Video zu dem Thema. So, jetzt haben wir alles hier drin, was ich brauche. Dann schmeißen wir die Paprika mit dazu. Weil die soll ja nachher auf jeden Fall schön Knack haben. Wunderbar sieht es aus. Guck mal, Hähnchen steht auch schon hier drüben. Hier machen wir gar keine Gewürze dran, ist alles hier drin. So, jetzt ist das Gemüse da drin und jetzt geht die Soße da drauf. Was wir vorher noch machen ist, weil wir ein bisschen mehr Soße wollen, ja. Ich habe hier noch 100 ml Wasser und da würde ich nochmal einen fetten Esslöffel Stärke reinrühren. Da sagen wir anderthalb. Und damit ziehen wir das gleich ab. Aber wir machen jetzt mal was, was normal unkonventionell ist. Sondern eigentlich würde man das später abziehen, wenn die Soße so ist, wie man sie haben will. Aber wir geben das hier direkt mit rein. Dann kann das schon gemeinschaftlich runterkochen und gibt genau die Bindung, die wir gerne hätten. So, so muss es aussehen. Ihr seht's. Und dann rein damit. So, und dann
richtig Druck drauf, durchkochen. Das sieht sehr gut aus, wenn ihr mich fragt. Also absolut sehr gut jetzt schon. Da machen wir noch ein bisschen Bambus dazu. Bambusschösslinge kommen mit rein. Tipptopp. Das macht so einen geilen Asia-Flavor immer, ja. Und dann unser gebratenes Hähnchenfleisch auch noch mit drauf. So, und jetzt lassen wir das da drin schön fertig schmoren. Rühren einmal durch und lassen es wirklich auf großer Hitze runterkochen bis zur gewünschten Konsistenz. Wenn ihr das Gemüse knackig wollt, lasst es nicht so lange kochen. Wenn es nicht so knackig sein soll und ihr es vielleicht irgendwie lieber ein bisschen weicher wollt, dann lasst es ein bisschen länger schmoren. Ja? Aber das passiert jetzt hier. Und guck mal dahin, sieht das nicht jetzt schon einfach bombig aus? Gut, Timmy, ist gut. Guck mal dahin. So, sieht gut aus. Ein bisschen Reis habe ich gekocht in der Zwischenzeit. Und dann richten wir es direkt schon an. Unser Hähnchen Chop Suey. Es riecht wie im Laden. Es sieht aus wie im Laden, wenn ihr mich fragt. Vielleicht schmeckt es besser. Man weiß es nicht. So, schön Hähnchen oben drauf. So, hervorragend. Wir süßen. Wir machen ein Foto und dann probieren wir zusammen. Da ist er. Guck mal hier. Schon geil, gell? Sieht super aus. So, wir machen ein bisschen Reis, ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Gemüse. Und dann. Mmh. Ey. Macht dieses Huhn genauso. Es ist einfach butterzart dadurch. Ist einfach perfekt. Also Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Ist da unten links in der Box. Schreibt mir einen Kommentar und gebt mir einen Daumen nach oben. Und macht das Essen nach. Vielen Dank für alles. Tschüss, bis bald.